Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns Erfindungen aus der Zukunft an, auf dem Kanal von TechZone. Würde ich sagen, schauen wir rein, lasst einen Daumen nach oben da und wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Und schreibt jetzt in die Kommentare, wann schaut ihr diese Videos? Schaut ihr die Videos zum Einschlafen? Schaut ihr die Videos, wenn ihr beim Duschen seid? Schaut ihr die Videos, während ihr mit eurer Freundin unterwegs seid? Oder mit eurem Freund? Oder schaut ihr die Videos in der Schule? Wo schaut ihr diese Videos? Schreibt es jetzt gerne rein, let's go. Also ich bin so gespannt, was für Erfindungen jetzt kommen werden, weil es kann sein, dass die eine oder andere kaufen will. Oh Mann, ich habe die eine Matte vergessen. Ich wollte die eine Matte kaufen noch. Diese Fußmatte, die man ausbringen kann. Diese Tonschuhe sehen nicht nur ungewöhnlich aus, sondern auch die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, ist aufsehenerregend. Sie werden in 3D gedruckt. Sowohl Oberteil als auch die markante Sohle sind aus einem einzigen Material hergestellt, einem gummiartigen Elastomer. Okay. Das Material kann Temperaturen von bis zu 104 Grad Celsius standhalten und die Elemente können bis zu 1 Millimeter dünn sein. Okay. Der deutsche Architekt und Designer Stefan Henrich behauptet, diese ungewöhnliche Form der Sohle sei nicht zufällig gewählt worden. Der Name Kryptit bezieht sich auf ausgestorbene Tiere oder Fabelwesen. Die Schuhe hinterlassen Fußspuren wie ein Yeti. Jo, okay, die sind echt cool. Aber es ist die Frage, wo will ich die tragen? Weil die haben so viele die Löcher. Ist eher so atmungsaktiv. Also ist das eher sowas, was man am Strand tragen könnte? Oder... nicht im Schnee, dafür sind sie zu kalt. Vielleicht auch zu Hause oder so. Oder irgendwas, das ersetzen soll. Irgendwie wirklich an heißen Orten, ne? In der Wüste so. Das sind so Orte, wo man diesen Schuh richtig gut tragen kann, glaube ich. Habt also keine Angst, wenn ihr solche Abdrücke bemerkt. Oh doch, ich hab safe Angst. Safe. Nein. Erinnern mich ein bisschen so an diese Yeezy-Schlappen, diese Turnschlappen, die man auch als Schuhe tragen kann. Die sehen sehr ungewöhnlich aus, aber bestimmt sind sie bequem. Die aber auch. Safe. In der Gaming-Branche sind Augmented Reality-Benutzeroberflächen noch nicht perfekt. Aber für Autos und andere Geräte gibt es bereits eine Technologie, die viele nützliche Daten auf der Windschutzscheibe anzeigt. Laut den Entwicklern wird WinRay auf die Bedürfnisse eines bestimmten Nutzers zugeschnitten. Für Rennfahrer... Driving Score 940. Er hat 3 Sterne. Guckt euch das an. Er hat 3 Sterne. Verfolgungsjagd, ich muss jetzt raus. Hä? Aber ey, das ist sehr, sehr cool. Aber es ist ein VR-Set oder es ist Augmented Reality? Ist beispielsweise die optimale Fahrbahn beim Einfahren in eine Kurve von Interesse und für gewöhnliche Autofahrer der genaue Takt bei Ampeln. Das Display kann auch. Das ist etwas, was 100% in Japan oder in einem anderen Land zustande kommt. Man macht den Test per Virtual Reality, aber im Videospiel. Und dann macht man kurz Fahrprüfung, machst du dann so. Und dann sammelst du Punkte. Auch im Wasser- und Lufttransport eingesetzt werden. Zudem wird die Technologie in Gebäude integriert, sodass man mit einem Blick aus dem Fenster schnell die Wettervorhersage oder andere Daten erfahren kann. Das Projektteam arbeitet mit neuesten Lösungen im Bereich Optik, Holographie und Chemie und entwickelt dafür die erforderliche Software. Könnte echt so ein Gran Turismo Simulator sein. Warum brauchen wir PC-Mäuse und klassische Touchpads, wenn wir bereits von Geburt an mit dem fortschrittlichsten Eingabegerät ausgestattet sind, unseren Fingern? Das dachten sich Experten aus der Schweiz und entwickelten einen einzigartigen Ring, mit dem man die Maus steuern, die Seitenblättern und andere Manipulationen auf dem Bildschirm mit Fingerbewegungen vornehmen kann. Ja, eine coole Idee, aber ich sag euch, warum es nicht klappt. Also, warum es eventuell nicht klappt. Es kann sein, dass man seine Maus... Ja, okay, bestimmt ist da ein Gyroskop und Beschleunigungsmeter drin. Aber wenn ich die Maus so bewege... Also das ist eine coole Erfindung, vielleicht klappt es ja, ne? Im Laptop-Bereich wäre geil. Der Ring erfordert keine zusätzlichen Programme, funktioniert mit Hilfe von Bluetooth und ist so gut vor Feuchtigkeit geschützt, dass auch beim Händewaschen oder Geschirrspülen nichts passieren kann. Der Akku hält einen Tag. Der Ring ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die Arbeitsfläche mehr oder weniger solide sein sollte, sonst sind Ausfälle möglich.
Gibt's die Erfindung schon? Also ich verstehe das nicht. Muss ich diesen Ring jetzt permanent tragen? Ich bin verwirrt. Die Entwickler dieses winzigen Exoskeletts schlagen vor, problemlos durch alle Arten von Gelände zu laufen. Das in Japan entworfene Design soll helfen, die Belastung der Gelenke und der Taille zu reduzieren und einen Teil des Aufpralls beim Laufen zu absorbieren. Ja. Für die Knie sehr, sehr gut. Zuvor hatte das Herstellerunternehmen ein Exoskelett entwickelt, das es ermöglicht, 100 Kilogramm Fracht auf einer Höhe von bis zu 2 Metern zu heben. Dieses Modell ist eine Zusatzoption, die beispielsweise Lieferboten helfen soll. Boah, DHL-Paket, Alter, das wäre geil. Ist eine coole Erfindung. Ja. In modernen Städten ist es trotz Digitalisierung manchmal schwierig, qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu finden. Zugang zu sauberem, leckerem und mineralreichem Wasser bietet dieser Generator, der bis zu 10 Liter pro Tag liefert. Der Vorteil des Generators ist, dass er das Wasser direkt aus der Luft gewinnt. Bitte was? Also, okay. Nee, ist nichts für mich. Der zieht hier die Luft raus. Ich habe hier sowieso sehr, sehr Luftfeuchtigkeitsprobleme. Sehr wenig, sehr trocken. Aber das muss super viel Strom ziehen, oder? Gleichzeitig hat das Wasser einen optimalen pH-Wert und enthält Magnesium, Calcium und andere für den Körper nützliche Substanzen. Für die Sauberkeit sorgt ein eingebauter UV-Sterilisator. Parallel dazu reinigt das Gerät die Raumluft, sammelt Schadstoffe in speziellen Filtern und sorgt für eine optimale Luftfeuchtigkeit. Also ich sehe das Ding in Hotels. Also ich sehe das wirklich in tropischen Gebieten rumstehen. Vielleicht auch Arztpraxen oder sowas, wo man sich halt ein Wasser holen kann. Und man muss nicht immer nachfüllen. Ne? Das wäre etwas, was ich cool finde. Ja. Wie kann eine PC-Tastatur verbessert werden? Die Antwort seht ihr hier. So sehen Spezialisten aus Lettland die Zukunft dieses Accessoires. Je nach Modell bietet die Tastatur der Zukunft 24 bis 29 programmierbare Tasten, einen Joystick und einen dedizierten 5-Wege-Schalter. Das Design ermöglicht es, die Tastatur flexibel an die Handfläche eines bestimmten Benutzers anzupassen. Dazu braucht ihr einen speziellen Schraubendreher, der mit im Set geliefert wird. Die Neuheit wiegt etwa 1 Kilogramm und wird per USB mit Strom versorgt. Der interne Speicher reicht aus, um mehrere Steuerprofile zu speichern. Es gibt Optionen für Rechts- und Linkshänder. Die Entwickler behaupten, es sei... Ey, yeah, Mann, Alter! Geil! Nice! Freue ich mich. Endlich mal jemand, der an diese Linkshänder denkt. Der an mich denkt. Endlich! Ihnen gelungen, die Vorteile einer klassischen Tastatur und eines Gaming-Controllers in einem Gadget zu kombinieren. Haltet ihr dieses Gadget für praktisch? Weiß ich nicht, aber ich könnte mir das im E-Sport-Bereich vorstellen, wenn man wirklich, wirklich, wirklich denkt, das ist die ultimative Lösung, ich werde nie wieder was anderes verwenden, dann wird er das benutzen. Wenn er dann aber zurück zur Tastatur wechselt, dann kann er das nicht, er kann das nicht mehr. Er kann es dann nicht mehr. Die weltweit erste Drohne in voller Größe mit 2 Manipulatorarmen aus Japan wiegt 22 Kilogramm und kann Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm halten. Oh. Die maximale Fluggeschwindigkeit beträgt 60 Kilometer pro Stunde. Damit kann man beispielsweise einem Ertrinkenden schnell einen Rettungsring zuwerfen. Mit einer einzigen Ladung kann die Drohne bis zu 30 Minuten lang betrieben werden, bei jedem Wetter operieren und auf eine barometrische Höhe von bis zu 5 Kilometern aufsteigen. Das Herstellerunternehmen ist zuversichtlich, dass es dank dieser Entwicklung dazu beitragen wird, Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu schützen, zum Beispiel bei der Arbeit in großen Höhen oder mit gefährlichen Gütern. Echt cool. In Hotels super nice. Man ist auch schneller da als ein Bademeister. Außer man ertrinkt, ja, dann ja. Wollt ihr eine 45-minütige Fahrt zur Arbeit in einen 10-minütigen Flug verwandeln? Das ist künftig möglich, wenn dieses Flugtaxi zur Realität wird.
Das fünfsitzige Flugzeug ist mit leistungsstarken Triebwerken ausgestattet, die vertikale Starts und Landungen ermöglichen. Der Pilot kann das Flugtaxi selbst steuern oder diesen Vorgang dem Autopiloten anvertrauen. Es sollen mehrere... Boah, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich einen Autopiloten Start- und Landeanflüge vertrauen kann. ...Versionen des zeitsparenden Lufttaxis geben, deren Reichweite von 96,5 Kilometern bis 241,4 Kilometer betragen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass ein solches Flugobjekt sowohl für die Beförderung von Passagieren als auch von Fracht nützlich sein und in Zukunft in urbane Luftmobilitätssysteme integriert werden wird. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Ein solches Panel aus den USA ermöglicht nicht nur das Sehen, sondern auch das Berühren verschiedener virtueller Objekte. Die Technologie basiert auf Ultraschallwellen, wodurch taktile Empfindungen in einer Höhe von bis zu 0,9 Metern in einem 120-Grad-Bereich erzeugt werden. Das Panel besteht aus Polycarbonat, wiegt 2,6 Kilogramm und ist kompakt, etwa so groß wie ein 13-Zoll-Laptop. Dank einer App könnt ihr ein Netzwerk aus 7 Geräten organisieren und mit anderen Personen interagieren, zum Beispiel Hände schütteln oder Spiele spielen. Also so wie eine Xbox Kinect. Ja, vielleicht wird das mit VR funktionieren. Oh mein Gott, aber Leute, man muss es sagen. Also das ist ja hier, diese App ist, glaube ich, mit der Quest, Meta Quest 2 drin, ne? Es ist ja ein mobiler Chip drin. Man sieht natürlich, die Grafik ist nicht so gut. Ja, und Beine werden vielleicht hoffentlich irgendwann mal hinzukommen. Aber ja. Taktile Empfindungen sind schön und gut, aber auf einem Stuhl oder auf einem Sofa kann man nicht wirklich in die virtuelle Realität eintauchen. Die Macher dieser Schuhe schlagen vor, mit den eigenen Füßen durch die digitale Realität zu gehen. Okay. Das Design basiert auf Kohlefaser. Dank spezieller Rollen geht der Nutzer durch die virtuelle Welt, während er in der realen an Ort und Stelle bleibt, was den Einsatz der Schuhe auf engstem Raum ermöglicht. Ich würde sowas von umfallen. Gleichzeitig geben sie zuverlässigen Halt, ohne sich in Rollschuhe zu verwandeln. Okay. Es verfügt auch über eine Anti-S-Way-Technologie. Laut den Machern soll die Entwicklung bei der Arbeit mit großen virtuellen Umgebungen helfen. Denn heutzutage kann die Fläche digitalisierter Objekte Zehntausende von Quadratmetern erreichen. Ah. Ja, cool. Ihr Zuhause ist eine Festung, die geschützt werden muss. Sind sich die Macher dieser Energiequelle sicher? Ihrer Meinung nach gibt es heutzutage immer mehr Fälle von massiven Stromausfällen, sodass es nicht schaden kann, eine Backup-Batterie zu haben. Dieses Gerät eignet sich sogar für den Notstrombetrieb eines Hauses. Im Gegensatz zu klobigen und unpraktischen Dieselgeneratoren hat man mit diesem Produkt eine schicke und kompakte Lösung im Falle eines Stromausfalls. Die Kapazität beträgt 6,9 Kilowattstunden. Dies ist einer der besten Werte auf dem Markt für Heimstromversorgung. Mit einer solchen Reserve kann ein Smartphone 460 Mal aufgeladen werden. Oder man verwendet die Batterie für 7 Stunden Kühlschrankbetrieb oder fast 63 Stunden TV-Betrieb. Wow, verbraucht ein Kühlschrank so viel Strom? Was? 7 Stunden Kühlschrankbetrieb bei 6 Kilowattstunden? Als ob ein Kühlschrank 1000 Watt circa oder 800 Watt in der Stunde verbraucht. Niemals, niemals. Jedes Gerät ist mit 19 verschiedenen Anschlüssen für alle Gelegenheiten ausgestattet, vom klassischen USB bis zum Aufladen eines Elektroautos. Zusätzlich gibt es 2 kabellose Panels zum Aufladen von Smartphones. Außerdem hilft die Technologie, den Akku in nur 2,5 Stunden vollständig aufzuladen. Das ist cool, ne? Dieser ungewöhnliche chinesische Roboter soll beim Transport von Waren helfen und gleichzeitig die Besucher von Supermärkten, Restaurants und Ausstellungen unterhalten. Er kann Lasten von bis zu 40 Kilogramm bei einem Eigengewicht von 55 Kilogramm tragen. Die maximale Betriebszeit mit einer einzigen Ladung beträgt 24 Stunden. Eine Besonderheit ist das neueste Scansystem. Dank dieser Roboter ist cool. Der ist echt cool, Leute. Ich find ihn nice. Hier sieht der Roboter bis zu 2 cm hohe Hindernisse und scannt die Umgebung mit einer Geschwindigkeit von 5400 Mal pro Minute. Dadurch ist er in der Lage, ein Hindernis in einer Entfernung von bis zu 10 Metern zu erkennen und sicher zu umgehen. Erwähnenswert ist auch das niedliche Design und die zahlreichen Möglichkeiten zur Interaktion. Der Roboter versteht Sprachbefehle und blinzelt, wenn er gestreichelt wird.
Momentan läuft auf Kickstarter eine Spendenaktion. Das Ziel sind 200.000 US-Dollar. Würdet ihr ein solches Projekt mitfinanzieren? Teilt eure Meinung in den Kommentaren. Ich find's cool. Also das finde ich echt cool. Hat in Restaurants super Nutzen. Geil. Why not? Um Haare zu färben, muss man künftig nicht mehr zum Friseur gehen. Spezialisten aus Frankreich haben ein Gerät entwickelt, das sehr einfach zu bedienen ist. Der passende Farbton wird in einer App ausgewählt. Um die Haarfarbe zu mixen, kommt ein benutzerdefinierter Mischmechanismus zum Einsatz. Dieser kombiniert eine präzise Menge an Entwickler und Formel. Dann gibt das Gerät die richtige Dosis Haarfarbe ab und trägt sie über eine Borstendüse auf das Haar auf, die sich in einem Zickzackmuster bewegt. Nach einer halben Stunde kann man die restliche Farbe wieder abwaschen. Eine spezielle Bürste macht bis zu 300 Bewegungen pro Minute, was eine gleichmäßige Färbung vom Ansatz bis zu den Haarspitzen garantiert. Die austauschbaren Patronen ermöglichen es, die bevorzugte Farboption zu speichern. In der App gibt es 40 verschiedene Farbtöne. Der Verkaufsstart ist für 2023 geplant. Ey, wünsche Ihnen viel Glück. Das klingt nach einem nicen Gerät tatsächlich. Jetzt nicht für mich, ne, aber für Freundinnen oder so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Leute, damit sind wir auf jeden Fall auf diesem Kanal. Ich meine, mit dem Video fertig. Leute, ich bin ein bisschen brain off, gerade Formel 1 geguckt. Hammerrennen gewesen. Hammer, ey. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. ID-Zockers raus. Haut rein von uns. Ciao.